Und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute ist Freitag, das Video kommt und wir machen hier bei Andi weiter. Ich glaube, letztes Mal haben wir am Dienstag auch bei Andi aufgehört. Am Mittwoch haben wir halt das Update gemacht und ein bisschen diese Quest in Hollywood, also Scan gemacht. Ja, egal. Ja, wieder mit Princess. Und ja, Andi, was hat der Andi denn jetzt zu sagen? Weil er war ja letztes Mal eine Uhr und konnte die weitermachen. Ich muss am Donnerstag aufnehmen heute, weil ich vergessen hatte aufzunehmen. Oh, ne? Andi, Ich glaube, etwas stimmt nicht mit den Hühnern, Anna. Sie haben Angst, das Haus zu verlassen. Gestern Abend schienen sie noch total zufrieden. Seit heute Morgen verlassen sie das Haus nicht mehr. Etwas muss in der Nacht passiert sein. Kannst du nach Hinweisen suchen? Suche nach Hinweisen im Hühnerstall. Oh Mann, ich habe die Stimme vergessen. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Wenn ich so reite und mache von der Seite, sieht es so voll witzig aus. Achso, ich wollte kein Inventar öffnen. Brauche ich glaube ich gar nicht, ne? Das hat ausgesehen wie so ein von so einem Pulli oder so. Oder von so einem, oder so Fell von einem Tier. Andi, weißt du, was das ist? Oh nein, ein Fellbüschel. Könnte das von einem Wolf stammen? Ja, es ist von einem Wolf. Das ist ganz und gar nicht gut. Du hast Spuren gefunden. Wo führen sie hin? In den Wald? Wir können also sicher sein, dass der Wolf hier war. Ja? Doch schon? Ich habe einen Plan, Anna. Wir müssen den Wolf von den Hühnern weglocken. Das könnte klappen, wenn wir ein wenig Wolfsfutter in den Wald legen. Dann wird er satt sein und muss nicht mehr zum Stall kommen. Meine Oma hat ein Steak gebraten. Ich glaube, sie können ein paar Knochen und andere Reste überhaben. Reite zu ihr und frage sie. Reite zu Frau Packard und frage sie, ob sie ein paar Essensreste vom Abendessen über hat. Okay, Abendessen. Um 15 Uhr Abendessen. Okay. Princess. Schon ein bisschen Speed, nur mal anfangen so ein bisschen langsam losreiten. Nee. Ich könnte eigentlich auch. Leute, mal eine die Frage der Folge. Wollt ihr vielleicht in den Abschnitten, wo ich reite, dass ich da einfach Musik anspiele und nicht rede? Und einfach nur Musik anspiele? Oder wollt ihr, dass ich Musik anspiele und dabei rede oder nur rede? Das könnt ihr gerne entscheiden. Ich könnte ja dann die Musik rausschneiden, wenn ich was vorlese, eine Quest. Oder ich kann auch die Musik über im ganzen Video drin lassen. Das ist eure Entscheidung, wie ihr es lieber habt. Aber wenn jetzt halbe ist, lasse ich es weg, weil sonst ist es halt dumm. Weil das nervt dann halt die, die halt dagegen waren. Wenn da Musik ist, dann hätten halt zwar gerne Musik, aber ohne Musik wird sie auch gehen. Aber ja, falls ihr lieber alle oder fast alle Musik wollt, ja, dann kommt Musik halt ins Video. Das ist eure Entscheidung. Bei mir würde beide Spaß machen, wenn ich so. Da ist Frau Packard schon. Komm, wieder langsam werden. Meine Frau noch, Frau Packard. Anna, meine liebe Freundin, was sagst du da? Diese verdammten Wölfe, sie machen immer nur Ärger. Sie müssen natürlich essen, aber doch nicht unseren lieben Tiere. Frau Packard, was sollen wir tun? Ich habe tatsächlich ein paar Knochen von dem Steak über, das ich gegessen habe. Du kannst sie in den Wald bringen. Ich hoffe, dass das die Wölfe davon abhält, unsere Hühner noch einmal zu erschrecken. Wenn du die Knochen weit genug wegbringst, dann kommen sie vielleicht nicht zurück. Reite los und verteile das Essenreste weit weg vom Hühnerstall. Bei manchen Wörtern Anna, aufpasse, was du sagst. Bei manchen Wörtern kann ich das eher rollen, zum Beispiel so ein Brillen. Okay, eigentlich bei allen Wörtern, bei manchen Wörtern wie Hühnerstall, das kann ich mich rollen, okay. Das hört sich komisch an. Anna. Anna, lass es mit dem Reden. Fucker du Frot. Och man, wir können... Oh, da war eine Person. Wer war das? Egal. Das ist uns doch egal. Uns geht nur uns was an. Oh mein Gott. Yay, ich habe mich vorgewagt. Komm, wir gleich lieber außen rum. Princess. Nicht, dass du dann noch stirbst. Okay, Anna. Nicht, dass du dann noch stirbst. Achte Klasse, so ein Schlamassel. Wie geht es deinem Hund? Ach, er ist gesund. Oh Leute, keine Ahnung, wie mir das gerade eingefallen ist. Wie geht es deinem Hund? Ach, er ist gesund. Wie geht es deinem Hund? Ach, er ist gesund. Okay, Leute.
Ich habe keine Ahnung, wie mir das eingefallen ist, war in meinem Kopf auf einmal. Achso, erst im Hühnerstall, okay. Nee, nicht im Hühnerstall, weiter weg. Oh Mann, Anna. Oh, was haben wir denn da? Ah, diese Sücher, wo wir davon hatten. Ja, das ist das von diesem Rancheck, weil ich hatte keine Lust, mich abholen zu lassen, weil dann müsste ich nochmal hierher reiten, weil ich war ja schon im Wayday. Und dann... Hä, Alter! Wie weit soll denn das noch wegkommen? Haben wir gehen mal durch die Mine. Die Silverglades Mine. Warum heißt er eine Silverglade Mine? Die ist doch ein Fergroof. Wenn ich hier rausreite, steht da Fergroof und nicht Silverglade. Das ist die Monofreshheit. Hier, guck, hier steht Fergroof. Also warum heißt dann Silverglade Mine? War hier früher Silverglade oder wie? Okay. Anna. Nicht so Schrott erzählen. Nicht so. Oh, wir sehen jetzt Wölfe. Ich weiß auf jeden Fall, dass in Golden Hills irgendwo Wölfe sind. Oh, mit meinem zweiten Kampf werde ich schon hier bei Level 14. Hier bei Level 14. Oh mein Gott, ich freue mich so. Freue mich wahrscheinlich bald nach Golden Hills. Und Dino-Teil auch bald, wenn ich so weit bin. Ich hoffe heute noch. Ja. Nur manchmal hat man halt ein paar wenig Questies. Weil ich mindestens Screen-Skin anfangen kann, weil das dauert richtig lang, weil man muss ja Ruf verbessern, um weitermachen zu können. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schon cool gemacht, aber es ist halt auch nervig. Müssen wir zu Andy oder zu Frau Packard? Ich greife mal bei Andy vorbei. Nicht, dass wir dann doch zu Andy müssen reiten zu Frau Packard. Das wäre ja mal irgendein Schrott, okay? Okay, Princess, alles gut, mein Schätzchen, alles gut. Ja, Leute, sorry, dass ich am Samstag und am Sonntag keinen Sims gebracht habe, aber ich hatte ja Konfi und da hatte ich so viel zu tun. Ich hatte keine Zeit und auch wegen dem Stream, ich hatte keine Zeit, ihn zu machen. Ich werde auf jeden Fall heute, also an diesem Wochenende, also Freitag, Samstag oder Sonntag streamen, ich weiß noch nicht wann. Weil meine Mutter ist nicht zu Hause und dann bin ich mit meinem Bruder und meinem Vater alleine. Aber auf jeden Fall, vielleicht auch sogar heute am Donnerstag, weil mein Bruder hat Fußball, da wäre es eigentlich perfekt zu streamen, wenn eine Freundin Zeit hat. Also ich kann auch online streamen, aber okay, egal. Dann habe ich halt so wenig Zuschauer. Ja, irgendwie, ich habe mehr Abos als Aufrufe. Ist ja auch normal, aber ich meine halt... Also ja, ich habe mal überlegt, dass ich ein neues Projekt starten will, dass ich bei meinem Bruder auf dem Computer aufnehme, wenn es klappt, nicht, dass er wieder ein Standbild ist. Wie bei meinen ein Update-News. Aber es liegt, glaube ich, nur an Star Stable, dass man es nicht mit OBS... Kann man Star Stable mit OBS ein aufnehmen, weil dann könnt ihr mir bitte mal die Einstellungen... Leute, war bei Andy Grün. Ich habe nicht geguckt, Mann. Leute, bin ich jetzt vorbeigeritten? Wo müssen wir denn hin? Ich jetzt erstmal zu Frau Packard, weil wir gerade schon hier in Fergroof sind. Weil wenn wir jetzt zurückreiten, dann müssen wir doch zu Frau Packard. Wäre es ja voll unnötig, weil wir sind eh schon hier hingeraten. Wenn nicht, haben wir halt voll den Umweg genommen. Dann lasse ich Musik anspielen. Leute, habt ihr eine Ahnung, wie man dieses Speed macht, dass das Video so schnell ist? Weil das würde ich dann auch gerne machen, weil es ist ja voll langweilig, wenn ihr mich hier so langsam reiten seht und dann 100 Jahre Musik hört. Okay, wir sind hier falsch. Dass ihr dann 100 Jahre Musik hört. Also könnt ihr bitte schreiben, wie man dieses Speed macht in einem Video. Weil ich würde das gerne machen. Jetzt. Oder halt im nächsten Video sozusagen, weil ich rede gerade und ist da irgendwie dumm. Ja, weil jetzt bin ich ja voll unnötig geritten. Mal wieder Analogik, ja. Anna? Paar Problemchen, Anna, ja. Ja, Anna hat Problemchen. Paar kleine Problemchen. Große und kleine Probleme. Überall im Land. Das ist Anna weltbekannt. Okay, nein, okay. Ich habe mir mal so in der Schule, war mir voll langweilig, habe ich mir so überlegt, wie ich meine zukünftigen Star Stable Spieler irgendwann mal nennen will, weil ich hole mir ja so irgendwann noch für ein Remake oder Gan oder Double oder wie ich es immer nennen werde, ein Account. Und den werde ich dann, wie gesagt, okay, Anna, ein bisschen logisch denken, den werde ich dann, würde ich euch aber, wenn nur den Vornamen sagen, nachdem wir mit Andi gesprochen haben, weil sonst macht ihr vielleicht den Nachnamen und dann kann ich den Account halt nicht mehr erstellen, deswegen mag ich euch den Nachnamen nicht sagen. Andi. Hatte sie ein paar Reste? Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass es auch klappt. Um an der sicheren Seite zu sein, sollten wir ein paar Lichter um den Stall aufstellen. Okay. Ich glaube, Fackeln vor dem Stall wären eine gute Idee. So könnte ich ein Auge auf die Hühnerschill haben, wenn ich meine Schafe hüte. Ich habe schon ein paar aufgestellt, während du weg warst. Hier hast du Streichhölcher. Reite rüber und zünde sie an. Dann müssen wir noch hoffen, dass die Hühner sich wieder raustrauen. Zünde die Fackeln um den Stall an. Okay, jetzt machen wir das noch schnell. Also ich wollte euch sagen, mein Double oder wie auch gesagt, also mein
Okay, Anna. Werde ich irgendwann einen Account von mir, also ich habe mir so meinen Namen überlegt, also nicht, ich hole mir jetzt nicht irgendwie 100 Accounts oder so. Ja, übertreibt. Höchstens so 4 Stück oder so. Für Remake und Tree Make oder wie man sowas auch immer nennt. Waren es schon die Anforderungen? Okay. Weil, ich bin gerade unsicher. Alisa oder Alessia? Die finde ich richtig schön, die beiden Namen. Und Audrey. Ich glaube, mein Double würde ich Audrey nennen. Und vielleicht irgendwann, wenn ich irgendwann in 20 Jahren oder so, wenn der immer noch Star Stable weiter Quests produziert, in 20 Jahren, bin ich ja schon älter, oder in 10 Jahren, wenn die dann immer noch weiter Quests machen, werde ich irgendwann wieder einen Account holen, weil es ist ja langweilig dann mit diesem Account und kannst halt immer nur so die neuesten Quests machen. Muss dann voll lange, müsst ihr dann warten, das wäre ja langweilig für euch. Und ja. Aber wenn ich mit dem hier erstmal fertig bin, dann werde ich erstmal ein bisschen warten, weil das Problem ist, wenn ich das dann halt nicht mache, dann bin ich halt so schnell durch. Nee, dann ist halt voll Geldverschwendung, wenn ich jetzt immer einen neuen Account kaufe. Denn halt, bis ich wieder Lust habe, richtig wieder zu questen, dann hole ich mir einen Account, wenn ich richtig Lust auf questen habe. Ja, Andy. Das sollte reichen. Das wird lange dauern. Ich glaube, dass wir beide die Hühner jetzt ein wenig Ruhe brauchen. Okay, was heißt das denn? Wir haben so hart gearbeitet. Mach eine Pause und wir sehen uns morgen. Okay, dieser Auftritt ist erst morgen wieder zugänglich. Das ist auch gut, weil ich jetzt eher einen Cut machen muss. Dann werde ich wahrscheinlich für Samstag nicht mehr aufnehmen können. Könnte ich zwar schon. Aber das nehme ich dann lieber am Freitag auf und mache dann jetzt mal meinen zweiten Account Quest. Und wenn ich ja durch bin, mache ich einen Stream wahrscheinlich. Wenn ich überhaupt heute noch durch werde. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.